Das ist Kim Eisenmann. Zusammen mit ihrem Freund hat sie dieses Armband erfunden, das zwar wie ein Festivalbändchen aussieht, aber viel mehr kann. Denn es erkennt, ob K.O.-Tropfen im Getränk sind. Die Idee kam den beiden, als eine Bekannte von ihnen auf einem Stadtfest etwas ins Getränk gemischt bekommt und am nächsten Morgen unbekleidet und verletzt in einem Park aufgefunden wird. Das war für uns ein totaler Schock, einmal weil die Sache an sich halt sehr schlimm war, auch was mit dem Mädel passiert ist. Und aber auch, weil ich halt realisiert habe, dass es einfach hätte mir passieren können. Und die Dunkelziffer der Opfer von K.O.-Tropfen ist hoch, denn ein Test im Krankenhaus ist teuer und die Scham oft groß. Auch wir treffen bei unserem Dreh eine Frau, die damit schon Erfahrungen gemacht hat. Meine Cousine hat das erlebt, aber ist zum Glück nichts passiert. Sie sind halt nach dem Club nach Hause gegangen und dann ist sie auf einmal umgekippt und man wusste nicht warum. Also da hatte sie echt Glück gehabt, dass sie schon auf dem Weg nach Hause war. Um solche Situationen zu verhindern, haben Kim und ihr Freund das Armband mit dem Schnelltest in nur wenigen Monaten marktreif gemacht. Im Onlineshop von DM war es innerhalb weniger Tage ausverkauft. Das Produkt kommt an. Zum Eigenschutz, warum nicht? Und bevor ich zu Hause bleibe oder mir den Spaß entgehen lasse und es funktioniert, warum nicht? Das ist natürlich eine tolle Idee. Sowas. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. Finde ich eine gute Sache. Ich kann nur schlecht einschätzen, wie verlässlich die sind. Zuverlässig sind sie laut einer Studie. Aber wie funktioniert das Band genau? Der Test ist ganz einfach. Man nimmt einfach sein Getränk, rührt kurz um, nimmt einen Tropfen daraus mit dem Finger, mit dem Strohhalm oder mit der Serviette und tupft ihn auf ein Testfeld, färbt sich das blau, dann ist GHB drin. GHB, das ist die Abkürzung für Gamma-Hydroxybutansäure, eine Droge, die oft als K.O.-Mittel eingesetzt wird. Das Tückische, man schmeckt, riecht und sieht GHB nicht. Mit dem Armband kann man die Droge nun aber erkennen. Trotzdem sollte man sich auch an folgende Tipps halten. Dass man erstens immer auf sein Getränk aufpassen soll. Einfach nicht so wie ich jetzt das hier, sondern ne, immer im Sichtfeld stehen haben. Zweitens gute Freunde haben, wenn man nicht alleine ist und sich wenn man sich komisch an jemanden wenden kann, ist es immer ganz, ganz viel wert. Und wenn man die zwei Sachen beachtet, kann man drittens noch das Armband mit dazu nehmen. Dann hat man präventiven Schutz, die Erinnerung und man kann natürlich ein Getränk testen. Und dann soll da nichts mehr passieren. Das Armband kostet 2,50 Euro pro Stück und ist nur online erhältlich. In ein paar Monaten soll es den Schnelltest dann auch in den Filialen der Drogeriekette geben.